my start. Is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Somewhere on the ICE, be aware that we will start to see a loss of power. Reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Gap to teammate ahead is 7.5 seconds. We'll be right back.
an issue with the control electronics box. That's going to do additional damage to all other power unit components. Expecting rain in around 10 to 15 minutes. Our gap to the car in front is 4.4 seconds. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Mando in the pits. Seem too bad at the moment. Just take care when you load them up. We'll be right back.
receive you at the end of this lap. You are in first position, front of the pack. Verstappen is behind you. Less than a second separate you. They're on fresh mediums. Pit window will open in 3 laps time. Pit window opens in 3 laps. There are 10 laps to go. Verstappen has the lead. The gap to the car ahead is 5.6 seconds. Until rainfall expected. 5 minutes until rain. Dries seem like the best tyre for now. Push now. We're boxing this lap. Soon. Expect the first drops in the next few minutes. Box now, please. Box this lap.
has started to drop back. There's a gap beginning to form. Seem like the fastest tyre at the moment. Battle behind, the gap behind us is 5.9 seconds. They're on fresh mediums. Their tyres are 5 laps old. The time last lap was a 1:25.8. There's 5 laps of fuel remaining. Gap to car in front is 3.3 seconds. Caution, caution. This light rain is going to be with us for a while now. Dries seem like the best tyre for now. Out of the race. Spout of light rain, which will then move into heavy rain conditions. Dries seem like the fastest tyre at the moment. Let's be mindful of the conditions. The track is getting wetter. Recommend you stay out for now though. We'll be much slower if we move on to inters this early. Laps of fuel remaining. Okay, gap ahead is 2.6 seconds. You're pulling out a second a lap on the car behind.
see light rain transition into heavy within 15 minutes time. Dries seem like the best tyre for now. Okay, we haven't used both dry compounds yet. We still need to come in and fit the alternate compound. Time, 15 minutes. Dries seem like the fastest tire at the moment. He advised moving to mix 2, fuel to mix 2. Stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. This is your final lap of the race. Great drive. We're really happy with that performance. Red Bull hat heute alle Register gezogen. Ein großartiger Sieg. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich so ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den... Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist das heute der Kapitän. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Nun... Das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden.
großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Lucas ist in diesem Rennen durch das Feld geflogen. Was ist sein Geheimnis? Sie und Devin waren heute nicht weit auseinander am Ende des Rennens. Wie ebenbürtig sind Sie einander? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Klasse, das war dann alles.